Der Zirkus Rolino ist ein inklusives Zirkusprojekt. Ich mache selber Akrobatik in meiner Freizeit. Und dann dachte ich vor genau 23 Jahren, das könnte ich doch mal in die Schule bringen und als AG anbieten. Und somit war das Projekt geboren. Die Gruppe setzt sich aus der Miralobe Grundschule zusammen und eben unserer Förderschule und Oberschule. Jedes Kind soll ein Star auf der Bühne sein und nicht nur eine Statistenrolle haben. Und das ist eigentlich uns sehr, sehr wichtig im Zirkus, damit sie wirklich auch sagen können, ja, ich war hier ein Star auf der Bühne und ich konnte das zeigen, was ich kann. Was machst du heute? Ich alleine auf dem Wasser liegen? Nein, ich gehe unter Wasser mit meinem Kopf. Unter Wasser mit dem Kopf, gut. So. Ja, sind alle da, dann dürft ihr rein. Ja. Ab ins Wasser. Ja. Wir arbeiten mit Kinästhetik, weil es darum geht, möglichst den Schüler oder Schülerin viel mitmachen zu lassen. Lass wir gucken. Nimm mal schon mal deinen Fuß raus, dreh dich mit raus, helf mit. Du kannst schon selber auf deinem Bein ein bisschen stehen. Ich unterstütze hier, dass die andere Seite nicht runterfällt. Wir werden heute noch mal tauchen. Hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wow, das ist ein neuer Rekord. Hey, richtig gut. Komm, dafür kriegst du wieder einen High Five. Richtig gut, neuer Rekord. 10 Sekunden. Darf ich mal 3 Sekunden loslassen? Eins, zwei, drei. Du liefst. Jetzt liegst du alleine. Ich weiß das eigentlich schon, dass er auch alleine liegen kann in einer Minute, aber lasse ihn das selbst bestimmen. Darf ich jetzt loslassen? Ich lasse meine Hände noch hier in der Nähe. Siehst du, wunderbar. Kopf wieder fallen lassen. Ist ein bisschen Strömung hier, ich ziehe dich mal so ein bisschen rüber. Sehr gut. Wir machen hier inklusive Schulsportfahrten, so nennen wir es. Also immer mit einem sportlichen Programm, inklusiv, weil das auch unterschiedlichste Schüler betrifft, auch unterschiedlichste Schulen inzwischen. Kanufahren und Radfahren und Skifahren. Bei so einer Tour geht es eigentlich für die Schüler immer darum, irgendwie so ein Erlebnis zu schaffen, das gerade körperbehinderten Schülern nicht zugetraut wird. Ja, wir werden heute gemeinsam in Natur weitermachen, was wir letzte Woche schon angefangen haben. Was haben wir denn letzte Stunde gemacht? Wer mag denn einmal kurz wiederholen? Mein Name ist Eileen Nützler, ich bin 26 Jahre alt und arbeite seit September an der Miralobe Schule im Förderschulbereich als Förderschullehrkraft für Deutsch und Arbeitswirtschaft. Ich war früher selber Schülerin auf dieser Schule und war hier von der 1. bis zur 10. Klasse und habe hier dann meinen erweiterten Realschulabschluss gemacht und bin dann weitergegangen auf eine IGS und habe dort mein Abitur gemacht. Ich habe mich dazu entschieden, wieder zurück an die Miralobe Schule zu kommen als Lehrkraft, weil ich mich der Schule immer noch verbunden fühle, sehr heimisch fühle. Und tatsächlich, weil es als Förderschullehrkraft im Rollstuhl nicht so einfach ist, eine Schule zu finden, die komplett barrierefrei ist. Dass ich wirklich überall hin kann, dass ich auf Toilette gehen kann, was ja auch nicht so selbstverständlich ist. Was mir tatsächlich auffällt, ist, dass die Schülerinnen und Schüler ganz oft persönliche Fragen stellen. Wie konnten sie Lehrerin werden? Und war das nicht total schwer für Sie? Und auf welche Schule sind Sie gegangen? Und dann bin ich dann tatsächlich auch immer so offen und sage, dass ich
hier an dieser Schule war. Und ja, ich denke, das beeindruckt viele Schülerinnen und Schüler auch. Und sie merken halt, dass auch, wenn man hier auf dieser Schule war, ja, man auch auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten kann. Tatsächlich versuche ich den Schülerinnen und Schülern auch Mut zu machen und zu sagen, okay, du hast den und den Traum und den Wunsch. Wenn du ihn nicht so erreichen kannst, wie du es dir gerade vorstellst, gibt es aber bestimmt Alternativen. Die Schule hat mir sozusagen echt den Lebensgrundstein sozusagen vermittelt, wie ich selbstständig ja, von A nach B komme, aber auch wie ich mich selbstständig darum kümmern kann, Hilfe zu bekommen, wenn ich etwas nicht alleine schaffe. Und ich denke, das ja, hat mein Leben schon sehr geprägt und prägt es ja immer noch. Jetzt gibt es klares Wasser raus. Jo, ich dachte, das...